Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung von So Simple. Mein Name ist Sabine und ich freue mich, dass du da bist. Heute nähen wir zusammen ein Basic Shirt. Das darf ja in keinem Kleiderschrank fehlen. Und zwar aus meinem Buch Meine Lieblingsoberteile nähen. Dass es ein echtes Lieblingsoberteil ist, merkst du daran, dass ich es heute trage. Heute wie schon öfter. Ich glaube, du hast es auch schon in mehreren Videos gesehen. Ich trage das Teil einfach super gerne. Hat Simone vom Nähcafé am Wasserturm für mich genäht. Ich verlinke dir Simones Stoffshop in der Infobox unter dem Video. Natürlich verlinke ich dir dort auch das Buch. Wir nähen heute zusammen das Basic Shirt Arlette. So sieht es aus. Du kannst es in ärmellos, Kurzarm, Dreiviertelarm und Langarm nähen. Also perfekt als Kombipartner in deiner Garderobe. Das Besondere an diesem Shirt ist die vorverlegte Schulternaht. Das heißt, die sieht man in der Frontansicht immer ein bisschen. Macht sich besonders gut bei Ringelstoffen. Aber du kannst das Shirt natürlich auch wunderbar aus unifarbenen Stoffen nähen. Beweist unser Modell Nicole. So sieht sie aus. Sie trägt hier die ärmellose Top-Variante. Ganz besonders cool finde ich auch die Variante in Kurzarm mit Rollkragen. Der Rollkragen ist ebenfalls im Schnittmuster enthalten. Unser Modell Sarina trägt hier die geringelte Variante. Und hier ist das Shirt auch nochmal in der Langarm-Variante. Dieses Shirt ist das hier. Ist doch irgendwie irre, oder? Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen und Nachnähen. Lass uns loslegen. Und das sind die Schnittteile, die du brauchst. Vorderteil im Bruch, Rückteil im Bruch, zweimal die Ärmelbündchen und einmal das Halsbündchen. Alternativ brauchst du eben die Ärmel und den Rollkragen, aber das zeige ich dir gleich nochmal. Übertrage die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff. Stecke Vorder- und Rückenteil an den Schulterkanten bündig rechts aufeinander. Das fühlt sich bei dieser Shirt-Variante ein bisschen anders an als bei, in Anführungsstrichen, normalen Shirts. Das liegt eben an der vorverlegten Schulternaht. Die Rückenpartie ragt so ein bisschen ins Vorderteil hinein. Aber steck einfach die Kanten bündig, dann passt das schon. Wenn du Jersey verarbeitest, solltest du unbedingt eine entsprechende Nadel verwenden. Viele Leute schreiben mir, dass ihre Jersey-Nähte so kleine Löcher an den Einstichstellen bekommen und dann mit der Zeit auch dort reißen. Das passiert, wenn du Jersey mit einer ungeeigneten Nadel nähst. Geeignet sind zum Beispiel Jersey-Nadeln oder auch Stretch-Nadeln. Was für deine Maschine am besten funktioniert, musst du einfach mal einem Probestück ausprobieren. Jersey-Nadeln oder auch andere Nähmaschinennadeln, die für Wirkware geeignet sind, haben so eine abgerundete Spitze, die durch die Maschen der Wirkware gleitet und sie nicht zerstört. Schließe die Schulternähte mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine oder mit der Overlock. So sollte das jetzt aussehen. Stecke dann die Seitenkanten von Vorder- und Rückteil rechts auf rechts und nähe sie mit einem elastischen Stich zusammen. Macht es dich auch so kirre, dass die Stoffkanten von Baumwolljersey sich so aufrollen, dann kannst du sie vorab mit einem elastischen Nahtband verstärken. Anschließend werden die zusammengesteckten Seitenkanten mit der Overlock zusammengenäht. So sollte das jetzt aussehen. Nähe die Halsloch- und Armlochpaspeln an den kurzen Kanten rechts auf rechts zu einem Ring. Mein Tipp, wenn du für die Nähte einen elastischen Stich deiner Nähmaschine verwendest, kannst du die Nahtzugaben anschließend auseinanderfalten, damit sie nicht auftragen. So sollte das jetzt aussehen. Du kannst hier übrigens auch einen ganz normalen Geradstich verwenden, weil ja kein großartiger Zug auf die Nähte kommt. Und dann werden die Nahtzugaben auseinandergefaltet. So sieht das dann aus. Stecke die Paspeln leicht gedehnt, bündig rechts auf links an die Armlöcher und an das Halsloch.
Die Naht der Paspel kommt auf die Seitennaht. Hier siehst du es nochmal, die rechte Seite der Paspel liegt auf der linken Seite des Armlochs. Und dann stecke ich die restliche Strecke einfach schön verteilt, leicht gedehnt an das Armloch. Und mit dem Halsloch ist es genau das gleiche. Die Paspelnaht liegt auf der hinteren Mitte des Halsausschnittes. Und dann stecke ich das Ganze wieder leicht gedehnt, rechts auf links, an den Ausschnitt. Und dann nähe ich die Paspeln mit einem elastischen Stich an. Dabei wird nur die Paspel gedehnt und nicht der Oberstoff. Ich nehme hier die Overlock. Zwischendurch schaue ich immer mal wieder, dass alle Stofflagen wirklich bündig miteinander abschließen. Wenn deine Jersey-Nähte so leichte Wellen machen und dir das so gar nicht gefällt, dann schau dir mal meinen Blogbeitrag an, Jersey ohne Wellen nähen. Darin verrate ich dir die besten Tipps für wunderschöne Jersey-Nähte. Ich verlinke dir den Beitrag in der Infobox. So sollte das jetzt aussehen. Drehe das Shirt auf rechts. Falte dann die offene Paspelkante und die Nahtzugabe zueinander hin. Klappe dann die Paspel um die Stoffkante herum auf die rechte Stoffseite und stecke sie gut fest. Ich mache das hier mit Stoffclips. Wegen der vielen Stofflagen ist das deutlich einfacher, als Stecknadeln zu benutzen. Und an dieser Stelle siehst du auch, warum wir hier die Nahtzugaben auseinandergefaltet haben. Jetzt liegt nämlich die Naht unter dem Arm sehr schön flach und stört nicht. Und das machst du jetzt rundherum bei allen Paspeln. Steppe die festgesteckte Paspel von rechts fest. Dafür kannst du eine Zwillingsnadel nehmen oder zum Beispiel auch einen elastischen Stich deiner Nähmaschine. Ich nähe die Paspel mit einem Dreifach-Zickzack-Stich. Der fühlt sich auch angenehm an beim Tragen. Ich nähe hier mit einem Faden in Stofffarbe, also in der Farbe der Paspel, sodass es nicht auffällt, und orientiere mich beim Nähen an der Markierung auf dem Nähfuß. Bügle den Saum von Vorder- und Rückenteil 2 cm auf die linke Stoffseite um und stecke ihn fest. Ich verwende hier zum Säumen so ein praktisches Bügellineal. Zum Säumen des Shirts solltest du einen elastischen Stich verwenden, zum Beispiel einen Dreifachgeradstich, einen Zierstich oder auch einen Zickzackstich. Perfekt ist aber auch das Säumen mit der Zwillingsnadel. Wenn du dich damit noch nicht so gut auskennst, es gibt bei So Simple einen Blogbeitrag dazu. Den verlinke ich dir in der Infobox unterm Video. Ich verwende hier zum Säumen den gleichen Dreifach-Zickzack-Stich, mit dem ich auch die Paspeln an den Oberstoff gesteppt habe. Diesmal nähe ich natürlich in der Farbe des Oberstoffs, also in einem Dunkelgrün. Außerdem orientiere ich mich beim Nähen an der Stoffkante. Die kann ich durch den Stoff hier wunderbar fühlen. Anschließend wird das Ganze übergebügelt und dann kannst du dich schon über dein fertiges Top freuen. Wenn du gerade erst ins Nähabenteuer startest und meine Tipps gut gebrauchen kannst, dann buch dir doch meinen T-Shirt-Nähkurs. In dem erfährst du locker und verständlich die wichtigsten Grundlagen, die du zum Nähen von Shirts und Co. brauchst. Außerdem zeige ich dir auch ein paar Varianten, mit denen du deine Basic-Schnitte verändern und aufpeppen kannst. Meine Kurse kannst du ganz einfach online auf meinem Blog buchen und dann immer wieder anschauen. Du bestimmst selbst, wann du startest, wann du stoppst und wie oft du den Kurs wiederholst.
Und jetzt nähen wir noch die Shirt-Variante mit Rollkragen und Kurzarm. Du brauchst das Vorderteil im Bruch, das Rückteil im Bruch, zwei Ärmel gegengleich zugeschnitten und den Rollkragen ebenfalls im Bruch zugeschnitten. Starte auch hier damit, die Schulterkanten von Vorder- und Rückteil rechts auf rechts zusammenzustecken und sie mit der Overlock oder mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine zu schließen. Beim Zuschnitt von Ringelstoffen solltest du übrigens darauf achten, dass sich die Ringel an den Seitenkanten genau treffen. Auch zu diesem Thema, also Ringelstoffnähen oder Streifenstoffnähen, gibt es einen Blogbeitrag bei So Simple, in dem ich dir genau zeige, wie das gemacht wird. Und wenn die Schulternähte geschlossen sind, sollte es so aussehen. Falte den Rollkragenzuschnitt an den kurzen Kanten rechts auf rechts und stecke die Kanten zusammen. Nähe dann die Kanten mit einem elastischen Stich zusammen. So sollte das jetzt aussehen. Falte den Rollkragen längs, links auf links, sodass die Naht innen liegt. So sollte das jetzt aussehen. Stecke den Rollkragen rechts auf rechts in den Halsausschnitt. Die Rollkragennaht trifft dabei auf die hintere Mitte des Ausschnitts. Die vordere Mitte des Rollkragens trifft auf die vordere Mitte des Ausschnitts. Nähe dann den Rollkragen mit einem elastischen Stich ein. Stecke die Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte. Die vordere Kante des Ärmels trifft dabei auf das Vorderteil. Der Schulterpunkt des Ärmels trifft auf den Schulterpunkt des Shirts. Den hast du dir ja als Markierung vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen. So sieht der eingenähte Ärmel jetzt aus. Stecke die Ärmel und Seitenkanten von Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts und nähe sie in einem Rutsch mit einem elastischen Stich zusammen. Ich nähe auch hier wieder mit der Overlock. Beim Zusammenstecken ist es wichtig, dass sich die Achselnähte genau treffen. Und beim Zusammenstecken der Seitennaht lasse ich mir jetzt genügend Zeit, um sicherzustellen, dass bei den Streifen in der Seitennaht kein Versatz entsteht. Wenn es dir hilft, kannst du die Seitenkanten, statt sie zusammenzustecken, auch heften. Und dann werden sie einfach mit der Overlock oder mit der Nähmaschine geschlossen. So sollte es jetzt aussehen. Falte den Saum an Vorder- und Rückenteil sowie die Ärmelsäume 2 cm zur linken Stoffseite um und stecke sie fest. Steppe die Säume mit einem elastischen Stich an den Oberstoff. Ich nehme hier einen Dreifach-Geradstich. Und damit ist auch das Rollkragenshirt fertig. Ich finde es einfach traumhaft schön. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann lass mir doch gerne ein Like und, falls du es noch nicht getan hast, auch ein Abo da. Teil das Video auch gerne mit deinen Nähfreunden, dann könnt ihr gemeinsam nähen. Das macht gleich doppelt so viel Spaß. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!